Hi. Hey. Das schon kommst du überhaupt nicht mehr. Ach, sorry, aber ich musste noch mal eine Runde um den Block gehen und mich abreagieren. Wieso, was ist los? Oh, ich könnte immer noch platzen. Ich war gerade bei der Spedition Kaiser und habe danach einen Job gefragt. Und die haben mich sowas von abserviert. Ach, Quatsch. Doch. Und mit welcher Begründung? Nur weil ich eine Frau bin. Das ist nicht dein Ernst. Doch, wenn ich es dir sage. Ich meine, welchen Grund sollten die sonst haben, mich nicht zu nehmen? Ich bin super qualifiziert. Abitur, Studium, Berufserfahrung, flexibel. Aber ich bin eine Frau. Das haben die dir echt so gesagt? Nee, natürlich nicht so direkt. Die sind ja nicht blöd. Ja, sie haben die ganze Zeit was von einem LKW-Führerschein gefaselt. Obwohl ich denen gleich zu Beginn des Gesprächs gesagt habe, dass ich keinen habe. Aber auf dem Thema sind die rumgeritten. Unfassbar. Nur um davon abzulenken. Du hast dich da als LKW-Fahrerin beworben? Ja, wieso nicht? Ich bin top qualifiziert. Aber doch nicht als LKW-Fahrerin. Du hast doch gar keinen LKW-Führerschein. Kapierst du es denn nicht? Die suchen doch nur nach einem Vorwand, um keine Frau zu nehmen. Sei doch nicht so naiv. Mach doch mal die Augen auf. Das war doch letzte Woche bei der Reederei genau dasselbe. Da wollten sie mich auch nicht als Binnenschifffahrtskapitänin. Von wegen Bootsführerschein und so ein Mist. Nein, weil ich eine Frau bin. Das ist unfassbar.